Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Wir haben letztens ein bisschen mit der Dame da gehandelt, also normalerweise müsste es passen. Wir müssen jetzt eine Karotte und was haben wir noch gekauft? Wurscht. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Was? Mehr mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr giftverkaufenden Camp-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Also zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Toll, und wer seid ihr jetzt bitte? Waffen runter, und zwar Tully. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht mich das was an. Das war's. Du bist tot. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Was? Heißt der nicht... Der heißt ernsthaft Wolfgang? Na, ich will nicht Wolfgang töten. Weg mit dir. Na, komm her, Alte. Ja, so geht's auch. Kronkorken, Patron, Impro, Repertiergewehr, Metallrüstung und Lederkombi. Und er da? Nein, ich habe einen Wolfgang erschossen. Kronkorken, Patrone, Impro, Revolver, Dingens, Rüstung, also Lederrüstung. Eine für den Arm, dann Lederkombi gibt es da noch. Was haben wir hier? Ah, das ist stehlen. Hör auf, das will ich nicht. Hallo? Alles okay? Geh mal rein, Kotzwerf. Huch. Die tut's, als ob nichts gewesen wäre. Ja, warten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich, wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Cool, yeah, 100 Kronkorken, supi. Alles in Ordnung mit euch? Bist du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist, aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Vielleicht. Ja, zeig mal, was du hast. Dann lass mal sehen, was du so hast. Von allem etwas. Ja, das ist schön. Baseball sogar. Beutel Düngemittel. Ich habe keine Ahnung, ob der echt was bringt. Dünger 4 bringt schon was. Er wird echt was bringen. Unfassbar. Ein Helm Bleirohr. Bramimfleisch. Das können wir vielleicht mitnehmen. Das ist noch nicht gebraten. Wow, das ist aber teuer. Dann. Flaschenkürbis haben wir schon. Golduhr, Gummibonbons. Haarklammern. Okay. Kaffeekanne, Tasse, Kyrozelle. Ernsthaft? Kühlflüssigkeit. Leder, Leguan am Stiel, pfui. Naja, was soll man machen? Eine Melone hat sie da noch. Einen Wischmopp, Mutterbeere, die will ich haben. Haben wir die jetzt bekommen? Ich schau mal sicherheitshalber nach, ne? Nicht, dass ich da irgendwie beim Handeln schon was verkehrt mache. Ich meine, mich würde es nicht wundern, aber... Ja, ich mache tatsächlich irgendwas verkehrt. Verkaufen? R, aha. Handel bestätigen, okay. Ah, jetzt haben wir sie da. Verdammt, das heißt, ich habe die Karotte nicht, ne? Ich muss mal weg. Huch, falscher Knopf. Wah, hoffentlich ist die noch da. Händlerin mit dem bitte zweiköpfigen Kuh-Dings da. Hallo, bist du noch da? Bitte? Macht sie noch Pause oder ist die jetzt schon fort? Da drüben ist sie. Ah, ich will die Karotte haben, bitte. Hallo? Warte, hallo mal, Kelly. Willst du ein Brahmin kaufen? Beste Qualität, niedrigster Preis, garantiert. Und wofür? 100 Kronkorken. Gehört doch gehört dir, oder? Dieses Brahmin wirklich dir? Glaubst du, das ist gestohlen, oder was? Ja, das gehört mir. Natürlich gehört es mir. Und es könnte dir gehören. Zu einem vernünftigen Preis. Kann es Milch geben oder so? Ich habe keine Ahnung, wie diese Viecher heute funktionieren. Soll man eins kaufen? Ich will es mal probieren. Ich probiere es mal. Ja, ich nehme es. Oh, sehr gut. Sag mir, wohin ich es schicken soll. Dann gehört es dir. Okay. Sanctuary Hills, bitte.
Bestätigen. Schön, mit dir Geschäfte zu machen, Schwester. Wir sehen uns bestimmt noch. Danke. Ich hoffe, du gibst Milch oder so. Weil das wäre echt eine tolle Einnahmequelle, muss ich sagen. Jetzt ist die Karotte weg. Die hat keine Karotte mehr für mich, Mami. Warum denn nicht? Kann ich noch mit dir reden? In Kürze kommt mehr rein. Keine Sorge. Okay. Na dann, guten Marsch, Kulimu. Naja, verdammt, jetzt haben wir keine Karotte bekommen, weil ich das Handel natürlich falsch gemacht habe. Ja, ja. Ich bin halt ein Profi. Nichtsdestotrotz, irgendwo müssten hier dann die Raider sein, ne? Diese Bagage. Schauen wir mal, wo müssen wir denn da hin? Okay, wir sind jetzt hier. Wir müssen da jetzt dann noch ein bisschen weiter nach rechts und dann passt das schon. Also ungefähr dahin. Wie schaut es mit Nachladen aus? Ja gut, eine Kugel ist weg. Codsworth gibt schon wieder Vollgas. Huch. Haben wir da was für uns? Ja, Schachtel Zigaretten, 6 Stück. Esotronic. Ach ja, das ist wieder sowas, ne? Hinten irgendwas versteckt? Nein. Dann wieder zu dir. Oh, wie aufregend all das doch ist. Ja, ne? Da freust du dich. Ich hoffe, dass du dich freust. So. Dann. Uha. Jawohl, die erste ist hin. Die zweite ist hin. Ja. Sehr schön. Gut gemacht. Ich weiß, Eigenlob stinkt trotzdem. Gut gemacht. Dann schauen wir weiter. Wo sind wir hier? Oder besser gesagt, was ist das? Hallo, was bist denn du? Du bist ja ein komisches Gerät. Was haben wir hier? Patronen, sehr schön. Da ist nichts mehr drin sonst. Was haben wir da? Ach, hier. Terminal. Entriegeln. Willkommen bei Termlink von Robco Industries. TM. Passwort erforderlich. Ach, ich mag sowas sehr. Dogs. Also Hund hätten wir da schon mal. Vielleicht Wind. Nein. Dogs? Ach, du Heilige. Viel? Scheiße. Was noch? Well? Zugang verweigert. Scheiße. Wahrscheinlich wäre es irgendwas anders gewesen. 10 Sekunden zurückgesetzt. Der will mal ein bisschen warten. Pfui, Spinne. Der schaut irgendwie aus wie so ein... Wird der gerade geschossen? Nee, oder? Geht schon wieder? Ich glaube, es geht schon wieder. Ach, Mist. Ja, bla bla. Sind das jetzt neue Wörter? Toll. Versuche übrig. Na toll. Probieren wir es mal mit dem da. Das ist natürlich falsch. Best. Ja, schau. Super. Na dann bitte. Sicherheitstür entriegeln. Türe öffnen. Also, Maxlock Sicherheitstür Steuerinterface. Status verriegelt. Bitte öffnen. Jawohl, die Tür wurde geöffnet. So. Perfekt. Und tschüss. Und verlassen. Perfekto. Hallo. Oh je, der hat es nicht mehr geschafft. Armer Kerl. Aber hier Fusionszelle. Netzrealis. Spule. Vakuumröhre und Stahl. Armer Roboter. Oh, ein Mr. Gazzi. Schade, vielleicht können wir den mal wieder zusammenbauen. Splittergranate, Molotow-Cocktail und Splittermine. Sowas gibt's auch. Aua. Ja, sowas muss es geben dann, ne? Fertig. Weiter kann's gehen. Ich sollte es dann vielleicht auch mal speichern. Also, noch ganz scharf nach rechts, also ungefähr da lang. Dam-di-dam. Steht da drüben was? Nee, oder? Schaut nur so aus.
Dam di da da di dam dam dam. Da di da di dam di da. Oh, wer ist denn hier gestorben? Plünderer. Patronen. Komfortgriff schwer. Impro-Pistole. Schmutzige Postbotenmütze. Lederrüstung. Lederkombi. Schöne Unterwäsche, meine Dame. Schön weiß. Dann Kronkorken. Patronen. Also Eichhörnchen am Stiel. Impro-Pistole. Baseballmütze. Und Lederkombi. Okay. Kronkorken. Patronen. Also Patronen. Nuka-Cola. Mörlöckf. Wie heißt das noch? Mörlöckfleisch? So irgendwie. Impro-Reptiergewehr. Jo. Das heißt, sind die dann auf der Autobahn oder was? Schaut dann so aus, ne? Schauen wir mal. Pischen wir uns langsam an. Oh, da ist ein Zug entgleist. Ist das ein Zug? Ich glaube, das ist ein Zug. Oh, oh. Können wir rein? Tatsächlich. Gibt es hier noch irgendwas umsonst? Eine Straßenbahn sogar. Nö, da gibt es gar nichts. Da ist nichts, Cotsworth. Jetzt muss ich wieder nachschauen. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Ja, es wird. Es wird wärmer. Also hier lang. Alle hopp, juhu. Vielleicht ein bisschen verstecken. Vielleicht auch mal die Buffen ziehen. So. Wo ist die Bagage? Da unten vielleicht? Wird gleich wieder scharf geschossen, wenn ich kriege. Wieder wirklich richtig? Ja. Töte die Raider in Walden Pond. Da ist aber niemand. Da ist tote Hose. Da oben vielleicht? Da unten ist allerdings... Ist da vielleicht eine Höhle oder sowas? Alter. Plünderer. Okay. Ja, den Kopf erwische ich niemals, ne? Lol. Kleines bisschen. Alter. Alter, wo? Na, würdest du was treffen? Auch mal? Alter, stirb! Wow. Wow. Na, so wollte ich das jetzt gar nicht. Ja, das war klar, ne? Bis die sich nämlich spritzt, ist schon wieder alles zu spät, ne? Ist da gerade ein Reifen auf mich draufgefallen? Daumen hoch. Level 6 haben wir auch schon. Moment. Wupp, 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 wupp. Stufe aufgestiegen. Habe ich gar nicht mitbekommen. Wo bin ich? Wo sind wir? Was haben wir gemacht? Ach, das hier. Okay, das heißt... Wow, diese Hütte, da habe ich gar nicht gesehen. Leute, ihr müsst das nicht tun. Ihr kennt mich doch. Das Institut wollte uns mit diesen Dingen beobachten. Die müssen lernen, dass sie sowas mit uns nicht machen können. Keine Was tut sie da? Das hier geht dich nichts an. Bitte, Hilfe! Sie wollen mich umbringen! Schnauze! Was ist los mit dir? Was ist hier los? Dieses Ding ist ein Zünd, das ist los. Wir reisen seit Wochen mit ihm zusammen. Aber heute hat er durchblicken lassen, dass er ein Bote des Instituts ist.
Die ganze Zeit schon. Weil ich dachte, ihr wärt meine Freunde. Nie im Leben werde ich mit einem beschissenen Sünd befreundet sein. Du warst doch schon mit einem Sünd befreundet. Und jetzt lass mich einfach gehen, bitte. Hältst du mich für blöd, damit du losrennst und deine Institutsfreunde auf uns setzen kannst? Das wird nicht passieren, Mann. Ich gehöre nicht zum Institut. Ich bin geflohen. Ich muss nur nach Bunker Hill, dann seid ihr mich für immer los. Bitte, du glaubst mir doch, oder? Du darfst das nicht zulassen. Riskieren, das Institut zu verärgern. Lass ihn frei, sonst hat dir noch nicht geschadet. Boah, was denn? Den Sünf töten ist am einfachsten. Toll. Lass ihn frei. Ihr braucht vor dem Institut keine Angst zu haben. Lasst ihn jetzt gehen. Sonst seid ihr beide tot. Scheiße. Du meinst das ernst? In Ordnung. Aber wenn ich dich nochmal sehe, verpasse ich dir eine Kugel zwischen die Augen. Oh mein Gott. Oh, danke. Danke. Und jetzt verschwinde von hier. Danke nochmal. Hier, bitte nimm das. Hoffentlich, das war scheinbar falsch. Kotzwerf mag das überhaupt nicht. Entschuldige, Kumpel. Kann ich zu Diensten sein? Warte da. Wird gemacht. Alter, komm, verdammt. Auf nimmer Wiedersehen. Hallo. Hey. Wie wär's, wenn du einfach weitergehst? Ich hoffe, ich sehe ihn nie wieder. Hallo. Ja? Die Show ist vorbei. Verschwinde. Okay. Hoffentlich war das jetzt nicht falsch. Jetzt schwitze ich doch ein bisschen, dass das falsch war, aber naja. Wird schon passen, oder? Sollen wir da echt bei solchen Sachen mitmachen, wo einfach so Leute umgebracht werden? Kotzi, kommst du mit? Ja. Scheiße, wir haben Kotzi jetzt total verärgert. Der mag uns wahrscheinlich bald überhaupt nicht mehr. Verdammt. So. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hin muss. Das ist fürchterlich. Na, würdest du bitte? So, okay, wir müssen scharf nach rechts. Darüber. Horuk. Horuk, Horuk. So, circa in etwa da entlang. Genau. Da waren wir ja schon. Sind die jetzt ausgeraubt? Nein. Mist, verdammter. Ich werde mich kurz hinlegen. Dann ist das gespeichert. Was? Welche Feinde denn bitte? Wäh. Geht's jetzt zufällig? Kann man das? Da wirst du ja schwach. Da wirst du ja schwach. Falscher Knopf. Naja, was soll's. Dann gehen wir es halt an wieder, ne? Also, wir waren da drüben. Dann sind wir... Ach, das war kein Zug, das war ein Bus, oder wie? Hoppala. Ich dachte vielleicht da oben irgendwie, dass es vielleicht keine Autobahn ist, sondern eine höher gelegene Straßenbahn. Nein, war es nicht. Okay, komplett verkehrte Richtung. Da lang. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Was? Kotzwurf? Wo sind? Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Hupf, weg da. Alter, Duppel. Alter Schwede. Von wo schießen die Deppen denn? Alter, na toll. Na, servus, Kaiser. Mein Begleiter steckt in Schwierigkeiten. Es ist echt, ich stecke in Schwierigkeiten, nicht der Begleiter. Geh Scheiße, das funktioniert heute gar nicht gut. Das funktioniert heute gar nicht gut.
Wie habe ich das geschafft, das komplette Seite zu wechseln? Gescheiße. Das ist echt blöd. Na, wieder falsch gemacht, ne? So. So. Einfach in die Richtung. Das ist voll gemein, dass ich da nicht schlafen kann, ne? Lol? Ernsthaft jetzt? Schnell ausrauben. Vorsicht, ja, wo denn? Das ist halt die Frage, wo der Kotzwerf schon wieder ist. Das ist genau mein Ding. Ja, wen hast du schon wieder gebullt, bitte? Du versteckst dich hier irgendwo. Wah! Alter! Stirb doch, du Alte! Nein, wieso soll ich das machen wollen? Alter! Alter Schwede. Natürlich explodiert's, ne? Ist logisch, ich wollte gerade weg, ne? Und schleicht natürlich blöd durch die Gegend rum. Alter, das läuft nicht gut. In keinster Weise läuft das gut. Das kann ich mir echt schon schämen gehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt muss ich mich auch mal gerade hinsetzen. Jetzt muss ich aufhören mit dem Lümmeln. Das geht die gar nicht. Scheiße. Vielleicht eine andere Waffe. Wartet mal kurz. Ich glaube, mit der komme ich nicht mehr weit. Vielleicht mit sowas mal probieren. Wobei die da auch nicht schlecht wäre. Vielleicht schadensmäßig. Schauen wir mal. Nein? So. Schauen wir mal. Oh! Großartig, ne? Okay. Die hat einen ordentlichen Rückstoß. Treff ich was? Na, großartig, ne? Na, das haut nicht hin. Ich habe ja Schutz erkannt, ne? Also null. Dann puh. Also so auf offene Dings geht nicht. Ich muss mich da jetzt irgendwie schützen. Das geht so gar nicht. Also das geht so nicht. Da muss ich jetzt echt mal schauen. Habe ich zufällig Glück und ich habe irgendwas Besseres schon mit, rüstungsmäßig, als wie dieses dämliche Gammler-Outfit. Das wäre halt auch schon geholfen, ehrlich gesagt. Wie wär's denn mit dieser Raider-Geschichte? Bringt die was auf Dauer? Nicht so wirklich, ne? Schadensresistenz 5. Resistenz 5. So, jetzt habe ich's. Keine Ahnung. Wäre das gut? Nein. Dafür nehmen wir das ganze Gammler-Outfit. Es ist echt ein bisschen blöd. Es ist echt... Hoppla, auch die Waffen schnell schauen. Das ist echt ein bisschen blöd. Können wir da nicht irgendwie... Ein Molotow-Cocktail vielleicht. Und dazu...
Reichweite, das Gewehr vielleicht. Na, passt schon so. Das ist halt nur die Frage. Wie kann man diese Deppen dann erwischen? Das wäre die Frage. Ob man die irgendwie von der Ferne aus angreifen kann. Ja. Na, geh weg da. Kann man da nicht irgendwie... was irgendwie anvisieren wäre halt super, ne? Ja. Alter. Wow. Nicht gut. Alter. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh. Codswurf. Hoffentlich hat sie nicht zerlegt. Da, stirb mal, du Arsch. Du auch, weg mit dir. So, nachgeladen. Du Arschkopf. Ah. Jawohl. Sind jetzt mal... wow. Da oben ist auch noch so ein Arschkopf. Noch so ein Steam-Geschichtel, also Steam-Paket rein. Treffe ich was? Ich glaube nicht, ne? Bin gerade so konzentriert. Es ist echt schlimm, sowas. Alter. Es kann nicht sein, dass man den nicht trifft. Ist das der geschützt und bald einmal hin? Bisschen noch. So, nachladen. Alter. Super. So, rein damit. Ja, treffen ist halt eine Kunst, ne? Hallo? Das gibt's ja nicht. Wie zieht ihr auf das? Nichts getroffen. Schlimm, ey. Boom! Ha! Kaputt, Kotzwurf? Wo bist du eigentlich? Oh. Ist alles okay? Alles noch dran? Fehlt ein Auge? Hey! Ich höre aufmerksam zu. Oh. Alles hey, okay? Kotzwurf. Nächste ist schon in Arbeit. Meinung? Was meinst du? Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Toll. Was denkst du, wie so zwischen uns läuft? Es tut mir leid, aber das ist nicht ganz eindeutig, Ma'am. Sie sind nicht mehr die Frau, die vor 200 Jahren in diesen Vault gestiegen ist. Wegschicken, vergiss es. Meinung? Was meinst du? Ma'am, Sie haben keine Vorstellung, wie schmerzlich es ist, das Commonwealth in einem solchen Zustand zu sehen. Da schlagen alle meine Sensoren als Roboter-Butler Alarm. Okay. Können wir da jetzt nicht, Das war's. Nun gut.
Okay. Ist jetzt endlich Ruhe hier? Ich glaube, das haben wir gut gemacht. Was gefunden? Ja, ein bisschen was. Was ist das? Aha. Gunnar. Wache, Schlagstock, Lederrüstung, Polizeisonnenbrille und Gunnar Harnisch. Okay. Dann würde ich sagen, da ist noch so ein depperter Käfer, Kronkorken, Blutkäferrüssel. Dann würde ich sagen, wir gehen mal hier rauf. Hier. Patronen, Lederrüstung, schmutziger Armeehelm, Gunnar Wachbekleidung. Dann haben wir hier noch mehr Patronen, Scharfschützengewehr. Oh! Wir können nicht rennen, okay. Cotsworth, wo bist du denn? Hallo? Da unten. Hey! Ich, warte da. Muss mit dir reden. Komm schon. Wird gemacht. Dann halt so. Handeln, was bitte. Ist ihres, oh. Du musst mir da jetzt mal aus der Patsche helfen. Baseballhandschuh. Ja. Ja, ja, ja. Ja, derweil auch. Unbedingt weg mit dem Klumpert, das auch. Das behalte ich mal. Das kann man wahrscheinlich kochen. Bufffood. Nein. Gib her. Das nehmen wir. Das. Das. Nein, warte, den Hut lasse ich auch noch. Von mir aus das Zeug. Das. Das auch von mir aus. Ja. 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 Nein. Falsch. Abbrechen. Da kannst du 4 haben. Das. 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 Das von mir aus. So wie das. Das, das. Ich muss mal schauen, wo unser Hund eigentlich ist, ne? Dann das alles hier. Das. Achso, das ist der Maulwurfhappen. Den behalte ich lieber noch. So, das Essen. Die Zähne kannst du aber haben. Das Leder. Den Mülleimer. Eimer. So. Dann. Die Spule. Ja, jetzt haben wir wieder. Es geht wieder. Passt. Alles okay, danke. Ruck, na, hüpfen. So ist gut. Was haben wir da? Okay, alles gut. Ist hier noch irgendwas? Aha, da geht's weiter. Liegt hier irgendwas drin? Tatsächlich. Munition, also Rad X. Und verstellbarer Schraubenschlüssel. Dann haben wir hier noch, da ist noch was. Noch mehr Patronen. Auch hier haben wir was. Der Geschützturm hat sogar was gedroppt. Patronen, Schaltplatte, Militärstandard, biometrischer Scanner. Alles klar. Nicht runterfallen. Ich wollte nur raufklettern. Ob es hier noch was? Nein. Hier drinnen? Nein. Spind ist leer. Dann gehen wir weiter, ne? Würde ich vorschlagen. Darauf. Also hier wohnt definitiv jemand, ne? Weil warum sollte man hier dann sonst solche Brücken bauen? Ich fürchte da drüben, ne? Kriegen wir dann wieder eine aufs Maul. Ja, ja. Da sind sie schon. Ich will es mal mit diesem Scharfschützengewehr probieren. Vielleicht können wir da was wegballern. Das wäre mir gerade echt lieb. Also, Scharfschützengewehr. Wir haben sogar 36 Munition. Ich verdrück mich schon wieder. Schlimm ist das. Kann man da irgendwie... Oh yeah. Vielleicht... Boah, ich wackel ganz schön. Super, das hat hingehauen. Den haben wir weggeballert. Lauf nur. Den hat's auch umgebracht. Murha. Gibt es da noch mehr solche Deppen? Irgendwo? Das ist für ein Riesengebäude, wenn du denkst, ne? Also entdeckt bin ich worden, definitiv. Nur ist jetzt die Frage, wo jemand ist. Da.
Nanu? Das hat nicht hingehauen. Wow. Kehrtmarsch. Komm, komm, komm. Alter. Von wo wird denn da geballert, bitte? Das ist ja furchtbar. Da drüben irgendwo vielleicht, ha? Okay, wir sind versteckt. Vielleicht können wir da jetzt... Vielleicht können wir da jemanden... Ah, da ist so ein Dingsturm, ne? Was ist denn da los? Yeah! Der hat ausgedient. Sonst noch jemand? Schaut vielleicht sogar gut aus. Gibt's hier noch irgendwo so ein... Schieß mich tot, Dings. Schaut nicht aus. Ich mag Scharfschützengewehre, habe ich da schon mal gesagt. Ich mag die Dinger. Da drüben ist einer gestorben. So. Kronkorken, Fusionszelle, Stimpack, Glasschale, Laserpistole, Militärbarett, Totenkopfhalstuch, Gunnar, Flanellhemd und Jeans. Toll. Flanell. Sehr schön. Ist da nicht auch irgendwo einer verreckt? Da drüben vielleicht? Oder... Mir kommt vor, ich habe hier zwei umgeballert. Wow. Alter, zwei fast in die Tiefe gestürzt. Alter Schwede. Da drüben vielleicht? Mir kommt vor, da müsste noch irgendwo eine Leiche sein. Ich Trottel. Ah, Mami, hilf mir. Die habe ich jetzt nicht, auf die habe ich jetzt gar nicht geschaut, ich Trottel. Alter. Hör auf, so schräg zu laufen, du Arsch. Ich muss weg, ich muss weg. Nein. Vergiss es, so verdrücken musste ich mal, echt. Nee, heute ist nicht mein Tag. So verdrücken, ich glaube, ich bin. Jetzt lief das so toll und jetzt kann ich wieder alles von vorn machen, wahrscheinlich. Nein, wir sind daher oben. Wenigstens etwas. Aber trotzdem muss ich die Deppen nochmal machen. So ärgerlich. Habe ich den jetzt nicht erwischt, oder was? Dein Ernst jetzt. Jetzt habe ich nicht getroffen. Hey, das gibt's ja nicht. Rief! Kotzwurf, du bist echt fürchterlich. Du schießt ihn eh schon auf den Schädel und das hilft nichts. Willst du mich verarschen? Schießt den Trottel eh schon auf die Birnen. Hallo, das ist ein Kopfschuss, da kann keiner überleben. Echt. Gib her alles. Ah, geht so nicht. Kotzwurf, alles in Ordnung mit dir? Nimm, heb auf das Zeug. Ist ja fürchterlich sowas, echt. Alles okay? Der regeneriert sich wenigstens von selber, ne? Mal, was schießen ich da mal an? Da, der muss weg. Alter, wie es an der schleudert, ne? Ja, ist logisch. Na komm. So ist gut. Na, fürchterlich. Echt fürchterlich. Naja, der Part ist ja auch gleich wieder zu Ende. So herumfailen, das muss man halt auch mal zusammenbringen, ne? Das ist halt auch übel. Wirklich übel. Naja, was soll's.
Alle, hopp. Kann man da oben irgendwas looten? Tatsächlich. Zack, zack, irgendwie geht das schon. Jawohl, haben alles bekommen. Wow, da gibt es ein Bett zum Schlafen. Ich glaube, das nutze ich gleich mal aus. Was haben wir? 8 Uhr abends. Ich würde sagen, wir machen 10 Uhr, 9 Uhr. Okay, also 9 Stunden, 9 Uhr, genau. 6 Uhr morgens meine ich. Na fein. Dann ist der Part jetzt ja auch wieder zu Ende. Perfekt. Ihr Lieben, Entschuldigung fürs Rumgefehle, aber ja, ich bin sicher die Person, die am allerwenigsten perfekt ist in solchen Dingen. Naja, jedenfalls, mir macht es trotzdem Spaß. Ich hoffe euch auch nach wie vor. Ja, und ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!